Sportsfreunde, Fupa ist wieder für euch unterwegs. Heute am letzten Spieltag der Kreisliga Mainz-Bingen Ost geht es für beide Mannschaften hier noch um alles. Der VfL Bodenheim empfängt den 1. FC Schwarzburg. Bodenheim 2 braucht die 3 Punkte unbedingt, um den Abstieg zu vermeiden. Und der 1. FC Schwarzburg braucht den Dreier, um ganz sicher die Meisterschaft zu sichern. Gleich von Beginn an ging es in Bodenheim heftig zur Sache. Der VfB war mit Anpfiff hellwach, wirkte bissiger und entschlossener. Schiedsrichter Stefan Hofmann musste bereits in der 1. Minute in seine Brusttasche greifen. Bis zum Halbzeitpfiff waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Gute Gelegenheiten durch Oliver und Patrick Sieben parierte Schwarzburgs bestens aufgelegter Keeper Christoph Hornicher. Ihm war es aus Schwarzburger Sicht auch zu verdanken, dass es mit 0:0 in die Kabinen ging. In Halbzeit 2 war dann auch der 1. FC Schwarzburg endlich aufgewacht. In der 55. Minute war es Moritz Volke, der die Gäste in Führung brachte. Murat Gedik legte in der 67. Minute mit dem 2:0 noch einmal nach. In der Nachspielzeit erhöhten die Gäste in der 93. Minute durch Micha Leib noch auf 3:0, ehe Tobias Schwarz in der 97. Minute mit dem Abpfiff noch zum 4:0 einnetzte und für aufbrausenden Meisterjubel beim Mannschaftsbetreuern und den mitgereisten Fans sorgte. Frank Siedentopf, der Meistertrainer. Das Meistertrainer, das hat nichts mit mir zu tun, vielleicht nur ein Teil. Ihr seht ja im Hintergrund, was da abgeht. Das ist die Mannschaft. Das ist die Mannschaft, die den Aufstieg gepackt hat. Und ich bin unheimlich glücklich, dass ich da bin. Die letzten beiden Spiele gingen noch verloren. Das war Nervosität, die war auch zu spüren heute in der 1. Halbzeit. Richtig. Wobei ich aber sagen muss, schöne Grüße an Dexheim. Wir haben das einfach die letzten 2 Spiele immer ein bisschen spannend gemacht. Wir wollten, dass er nochmal drankommt. Aber das war's heute. Alles klar, wir wollen schon vorher nicht abhalten. Wünschen alles Gute und einen guten Start in die A-Klasse. Ja gut, ich denke, dass wir gegen den Meister über 60, 70 Minuten sehr, sehr gut Fußball gespielt haben. Und wenn wir in der 1. Halbzeit unsere Chancen nutzen, und das musste gegen so eine Mannschaft, dann denke ich, wird es für Schwarzburg ziemlich schwer. Aber wir stehen nun mal da, wo wir stehen. Und wir werden am Donnerstag alles tun, dass wir nächstes Jahr weiterhin B-Klasse spielen, ganz klar. Das ist der Torschütze zum 1:0 in der 55. Minute, Moritz Volke. Erstmal Gratulation. Danke, danke. Zum Aufstieg zur Meisterschaft. Ja, es war ein unheimlicher Kampf. Also wenn man die 1. Halbzeit gesehen hat, da können wir glücklich sein, dass wir da nicht 2-3-0 hinten gelegen haben. Micha Leib, Torschütze zum 3:0 in der Nachspielzeit, hat das den Sack quasi zugemacht. War ein weiter Weg und zwischendurch hat, denke ich, jeder Angst gehabt, dass es doch nochmal schief gehen könnte. Und ich denke, jetzt müssen wir erstmal sacken lassen und dann können wir gleich zu Hause ordentlich feiern. Und ich denke, ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Dankeschön, mal schauen, ob wir es schaffen.